Willkommen mal wieder zu einer Folge von Paths of Exile. Immerhin habe ich noch einen langen Weg vor mir. Ich bin ja gerade mal jetzt auf Level 23 und immer noch in der normalen Schwierigkeitsstufe, gerade mal in Akt 2. Weiter geht's jetzt hier einmal mit den Banditen, dass ich die letztlich erledige, weil ich von Eramir den Skillpoint haben möchte. Dann Malagor Spike, wo ich die Weaver's Chamber und eben die große Spinne dort besiegen muss. Und ansonsten natürlich noch hier die Passage wieder zu öffnen zum ersten Akt, dass dort ja einfach das Gate wieder geöffnet ist und für die normalen aus Akt 1 sozusagen hier vom Lion-Eyes Watch wieder eine direkte Verbindung hier an der Stelle hergestellt werden würde. Auch wenn das jetzt keine direkten spielerischen Auswirkungen hat. Ich kann noch nicht. Also erst wenn ich jemanden, einen von diesen Masters auf Level 3 habe, dann kann ich auch meinen eigenen Hideout erstellen. Das dauert also noch ein bisschen. Und alle Master habe ich jetzt auch noch nicht beisammen. Klar, die anderen zwei kommen, glaube ich, erst in den nächsten Stufen. Also im dritten Akt kommen dann die anderen beiden und die für die Karten, ich glaube, war 10er oder so ähnlich. Naja, mal schauen. Das wird sie dann später nochmal klären. Auf jeden Fall jetzt erstmal weiter eben auf der linken Seite und ich hoffe mal, dass ich in der heutigen Folge den Akt 2 schon so im Großen und Ganzen abschließen kann. Aber dazu nicht viel quatschen, sondern einfach loslegen und vorwärts eben jetzt in die River Ways. Oh, da ist schon der erste Big Boss für die Area. Ah, vor allen Dingen, dass der diese Fallen aufstellt und wenn ich in die reinlaufe, ich natürlich verletzt werde. Aber okay, im Moment ist mein Damage noch ausreichend hoch, ohne dass ich da jetzt größere Befürchtungen haben müsste. Okay, noch eine Strongbox. Oh, da ist ein Huge Exile drin gewesen. Dann kann ich jetzt gleich noch eine... Jetzt habe ich meinen ersten Encounter ab... Also den ersten kompletten Block abgeschlossen. Hey, lass doch das gleich mal anschauen. Genau, also complete these encounters. Da hat mir ja nur noch der Huge Exile gefehlt. Und damit ist jetzt sozusagen der allererste kleine Schritt vervollständigt für die Challenges. Mal sehen, wie weit ich komme, bevor die Saison schon wieder dann zu Ende geht. Ah, da ist schon der Eingang zum Weaver's Nest. Dann kann ich jetzt auch gleich gegen die Mother Outlake, wie hat er sie genannt? Ich glaube, das war der Name. Also, auf geht's. Bosskampf. The Weaver Monster Vieh. Aber im Moment zum Glück noch nicht sehr gefährlich. Ein Composite-Baum. Die Geräusche sind auf jeden Fall neu. Und Malagor Spike. Ja, super. Zu viel Klimbim. Okay, dann kann ich zumindest das Ding schon mal mitnehmen und kurz nach Hause schauen. Na. So, also die Belohnung ist dann auf jeden Fall nämlich die Faster Attacks, auch wenn ich sie aktuell wahrscheinlich wenig nutzen kann, weil ich dazu einfach zu wenig verbundene Sockets habe.
So, wieder ein Level aufgestiegen. Jetzt kann ich meine ganzen Gems auf jeden Fall aktualisieren, also auf das nächste Level bringen. Und natürlich hier sollte ich jetzt endlich die Life Regeneration bekommen. So, das nächste Ziel im Skillbaum ist dann hier oben, den Juwelen-Socket freischalten, damit ich da das, was ich dort als Questbelohnung bekommen habe vor einiger Zeit, auf jeden Fall zu nutzen. Okay, da kommt dann Alira, gegen die ich natürlich auch gleich jetzt antreten werde. I caught some rats in my traps today. They told me an amusing tale. Their rat king, Kraton, dead. You need friends in Rayclast, and believe me, I can be a fine friend. Naja, also ganz stimmt es letztlich nicht, weil die wollen letztlich auch nur ihr Ding durchziehen. Also hinweg mit Alira. Und eine Side Area. Ah, wie schön. Monsters are Hexproof. Na gut, ich verwende eh keine Verfluchungen. Monster-Vieh und ist schon das letzte, also mit seinen Blitzbällen. Oh, 2,7 Life Regeneration und Evasion Rating ist deutlich höher. Das klingt doch gut. Und dann kann ich hier jetzt noch einen verwenden. Ich benutze den Split Arrow. Dann kann ich den da oben reinsetzen. Und mit 194 DPS hat der dann, ja, 234. Sehr schön. Ah, okay. Dann ist hier jetzt auch die Mission abschließbar für das Wiedereröffnen der Passage. Ich glaube, Aziri oder so ähnlich heißt doch der General hier. Captain Ateri. Genau. Ein Glück, dass der so langsam ausholt. Zack. Und da ist dieses nette Teil, um die Passage zu öffnen. Und da soll ich es einsetzen. Zack. Alles wieder offen. Arteri. My beautiful captain. I wish it were not you, but I cannot bring myself to trust any other with this most vital of tasks. Until we share our next night together. Piety. Ja, ja. Und damit einen weiteren Skillpoint und einen Schritt mehr, jetzt hier dann diesen Juwelen-Socket freizuschalten. Bevor ich dann die Elemental Resistance hier weiter zusammensuche. So, damit ist im ersten Akt auf jeden Fall alles abgeschlossen. Jetzt gilt es dann im zweiten Akt hier den dritten Banditen zu holen und natürlich dann ja, Lorata leider mit dem Baleful Gem zu vergiften. So, da ist jetzt die Wurzel, also der Baum, den ich leider vergiften muss. Aber erst eben die Banditen. Ah, da ist ein Geist. Komm, beweg dich. Schnell.
schnell. Ja, da hinein. Komm schon. Jawohl. Das macht die Sache zwar etwas schwieriger, wahrscheinlich, aber auch lohnender. Hatred. Auf jeden Fall ist er flott. Der reicht mir nicht von den Fersen. Ich krieg den bisher kaum klein. Oh. Dafür kriegt er mich klein. Sauerei. Na warte. Naja, gleich habe ich dich geschafft. Und hat sich's gelohnt? Naja. So, dann bleibt jetzt nur noch der Big Boss der Banditen, um den ich mich jetzt einmal drum herum geschlängelt habe, der hier eigentlich in der Mitte sitzt. Oh, da ist noch ein Huge Exile. Aber der ist schnell erledigt. Killer Huge Templar. Oh, das war ein stärkerer. Keine Monster Remain. Obwohl Oak ja noch am Leben ist. Aber noch ist er nicht mein Feind. Ich habe ihn mir noch nicht zum Feind gemacht. The half-wit and the horror dead. I never thought I'd see the day. When joined with mine, those trinkets will forge us a new strength, you and I. The strength to continue to do what we must. So, da Oak ja dann mir ziemlich mit seinem Stab dahinterher springt, werde ich ein bisschen auf Abstand gehen, bevor ich sage, dass ich ihn töten werde, statt ihm zu helfen. Und dann kann ich in Kürze meinen weiteren Skillpoint abholen. Und dann diesen einen Socket freischalten. Also, auf geht's. Tja, dich krieg ich klein. Mir war es lustig, dass jetzt immer aus den Zelten da noch welche nachkommen. Weil es dürfte auf jeden Fall für die höheren Level wichtig sein. Dann hat man nämlich immer noch ein paar, womit man seine Flaschen wieder auffüllen kann, weil sonst immer das Problem. Alle von denen sind erledigt und ich brauche eigentlich noch mehr Leben oder mehr Mana oder irgendwas und habe dann keine Möglichkeit, die Flaschen wieder voll zu bekommen. Genau, jetzt wird Eramir dafür sorgen, dass das Ding zusammengesetzt wird. There's greatness in you. You've proved that without a doubt. Now, this one seems to fit neatly against here. And this third one, well, it looks like it. I'm so sorry, my friend. Are you well? If I were you, I'd dispense with that artifact down the deepest, darkest hole that I could find. So, da ist dann das Stück, womit ich nachher dann den Wal, ich glaube Overlord heißt er, letztlich nachher aktivieren kann, damit ich an den Übergang zum dritten Akt öffnen kann. So, dann habe ich jetzt den Skillpoint, um hier den Juwelensocket einzuschalten, also freizuschalten. Und kann dann damit jetzt auch diesen Juwelen, also 20 Dexterity und 6% Elemental Resistant an der Stelle endlich einsetzen. Wobei ich gar nicht weiß, wie mache ich das jetzt. Genau, ich muss den mitnehmen, damit ich ihn hier dann einsetzen kann. Und ja, soweit schon erledigt.
und jetzt auf in die Wahlruinen. So, und dort gilt es jetzt, Dunkelheit über die Welt zu bringen. This shouldn't be happening. Not in the world I know. My mana is gone. Und da ist auch gleich noch so ein Vieh wieder dabei. Und wieder ein Level aufgestiegen. Dann kann ich jetzt auf jeden Fall meine Resistenzen verbessern. Und eine neue Essenz of Tournament. Also, jetzt Resistenzen auf 12. Okay, mal gucken, wie es aktuell aussieht. Defense Feuer 36, Cold 29 und Lightning 59. Quas noch gar nichts. Dafür Energy Shield Recharge, Life Regeneration 25 und Mana 4. Ach, da ist der Teilslinger, der Hauptgegner für diese Area, der normalerweise mich auch immer wieder verletzt, also so blutende Wunden schlägt. So, dann jetzt erstmal noch in die Seiten-Area. Ein Geist. Noch ein Geist. Oh. Ist der jetzt hier zu Hause oder wie? Boah. Boah, was ist denn das noch? Ui. Cool. Ein Dorf mit irgendwelchen anderen Viechern. Okay, hier sind normal die beiden Affen, aber anscheinend haben sich jetzt hier auch noch andere eingenistet. Sehr cool. Ah, ein grüner Frosch. Blau. Grüner Frosch, ja genau. Frösche sind normalerweise grün, aber der hier ist aber blau. Da er wahrscheinlich von dem Exile offen ist. Oder halt da geblieben ist. So, und jetzt auf in die Wahlruinen. Um dann den zweiten Akt abzuschließen. Wo es letztlich jetzt darum geht, auf jeden Fall hier weiter nach oben zu gehen, um hier die verschiedenen Resistenzen zu sammeln. Den lasse ich erstmal noch außen vor, weil das ist eventuell noch optional, dass ich den vielleicht auch woanders dann verwende, um vielleicht noch einen weiteren Socket irgendwo, wo ich vorbeikomme, freizuschalten. So, das müsste jetzt eigentlich zum Apex führen. Ja, genau. Das heißt, dann ist der zweite Akt auch abgeschlossen, sobald ich den Wahl-Overseer da oben besiegt habe. So, dann auf zum Abschluss des dritten Aktes und den Wahl-Overseer erledigt. Ja, erstmal den Altar aktivieren und dort geht's dann weiter. Da ist er. Ja, erstmal die ganzen Enemies herschicken, damit sie mich in Schach halten. Viel Zeug. Oh, Steine. Da ist es wieder gut stehen zu bleiben und dafür zu sorgen, dass hier die anderen nicht lange überleben. Na komm, raus. Oh, no. Tam. Komm, bleib noch ein bisschen stehen, dann habe ich dich gleich.
viel hat nicht mehr gefehlt. Oh, jetzt. Frosty greift mich gleich wieder an. Froststrahlen? Das waren auch sonst immer lila Strahlen, oder? Auf jeden Fall. Ja, soweit jetzt Ankunft in der City of Zaan. Waypoint ist aktiviert und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit der Suche zum Zaan Encampment und heute eben vom Riverways bis zum dritten Akt. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann bei Path of Exile weitergeht. Also, tschüss!